Wirtschaftsförderung. Hinter dem recht allgemeinen Begriff verbirgt sich Wohl und Wehe einer Region und der dort lebenden Menschen. Ob Landkreis oder Stadt, die Voraussetzungen müssen stimmen, damit sich Unternehmen ansiedeln und Bestand haben. Drei Wirtschaftsförderer aus Ostbrandenburg nehmen Stellung. Was war 2016? Was wird 2017? Um den Wirtschaftsstandort Frankfurt-Oder kümmert sich Referent Mario Quast. Wir sind auch ein Standort, der sehr innovativ aufgestellt ist. Und zwar haben wir nämlich Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, wir haben die Europa-Universität, wir haben das IAP, wir haben eine Vielzahl von Unternehmen, die im Handwerk, im produzierenden Bereich unwahrscheinlich innovativ aufgestellt sind. Leider kennt man diese Unternehmen nicht so häufig. Die sind auch bei uns in der Stadt, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern unbekannt. Deswegen freuen wir uns über Preise wie den Zukunftspreis, den Silicon Radar in diesem Jahr erhalten hat. Ein tolles Unternehmen. Und das zeigt uns, dass wir für die Zukunft in vielen Bereichen gut aufgestellt sind. Wir müssen mutiger nach vorne schauen, selbstbewusster mit unserer Region umgehen und vor allen Dingen unsere Unternehmen vor Ort schätzen. Für Frankfurt formuliert Mario Quast ein zentrales Ziel für 2017. Wir wollen raus aus der Kreidezeit, rein ins Gigabit-Zeitalter. Und das ist für uns das absolute Ziel 2017. In Märkisch-Oderland ist laut Wirtschaftsamtsleiter Rainer Schinkel ein Zeitalter des Wachstums angebrochen. Der Landkreis Märkisch-Oderland wächst, zum einen gemessen an der Bevölkerung. Wir gehören zu den 10 ostdeutschen Landkreisen, die seit der Wende an Bevölkerung gewonnen hat. Und auch was das Wirtschaft, die wirtschaftlichen Kennzahlen betrifft, ähnlich allerdings wie in allen anderen Regionen Ostdeutschlands oder wie in vielen Regionen Ostdeutschlands, hat uns auch das Jahr 2016 mit den Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, gezeigt, dass auch die Wirtschaft in Märkisch-Oderland wächst. Jobmotor ist für Märkisch-Oderland Berlin. Die Nähe zur Hauptstadt lockt Investoren. Stolz sind wir, Investitionen, die in den letzten ein, zwei Jahren hier im Landkreis getätigt worden sind. Da geht es unter anderem um den Europasitz der Clinton-Unternehmensgruppe. Da geht es um Investitionen am Krankenhaus in Strausberg. Da geht es aber auch um Investitionen, die in ja, auch eher Berlin-ferneren Standorten wie Münchenberg stattgefunden haben. Die größten Herausforderungen für Märkisch-Oderland in 2017 werden wohl sein, die doch entstandene Diskrepanz zwischen Berlin-Fern- und Berlin-nahen Raum ein wenig zu überbrücken. Da hat der Landkreis eine Funktion, eine Mittlerfunktion, auch in dem der Versuch unternommen wird, sag mal, die Branchen, mit denen man ein wenig auch wirtschaftliche Entwicklung in den Berlin-ferneren Raum bringen kann, zu befördern. Da sind natürlich der Tourismus, aber auch das dazu gehört, auch die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. Im Barnim obliegt Rüdiger Thunemann, Geschäftsführer der Vito GmbH, die Wirtschaftsförderung im Landkreis. Ja, der Landkreis Barnim, direkt am Rand von Berlin und gleichzeitig in schöner Natur, ist ein Landkreis, der wirtschaftlich stabil ist, seit Jahren einen ausgeglichenen Kreishaushalt dadurch hat. Deswegen kann ich auch für das letzte Jahr eigentlich nur sagen, wir haben volle Auftragsbücher bei unseren Unternehmen gehabt. Sie haben gute Erträge gemacht, was nicht immer so war. Das heißt, sie haben Geld verdient und die Kommunen haben damit einschließlich der Landkreis Steuereinnahmen gehabt wie noch nie. Also insgesamt gucken wir auf das Jahr 2016 sehr zufrieden zurück und finden, dass dieser Landkreis sich wirtschaftlich noch weiter stabilisiert hat. Der Ausblick bleibt, wie auch bei den Wirtschaftsförderern in Frankfurt und Märkisch-Oderland, im Barnim positiv. Wir gehen sehr optimistisch in das Jahr 2017. Nach solchem Jahr 2016, das wir hatten, mit vollen Auftragsbüchern, werden die auch in das neue Jahr mit rübergenommen. Wir haben auch die wichtigen Branchen, glaube ich, die noch die nächsten Jahre in der Konjunktur treiben werden, das ganze Bauwesen. Das heißt, am Berliner Rand wird es Wohnungsbau ohne Ende geben. Bernau alleine plant in den nächsten Jahren fast 3000 Wohnungen zu bauen. Arnsfelde baut neue Wohnungen. Wer Wohnungen baut, braucht Straßen, braucht Kitas. Die Dienstleistungsbetriebe kriegen durch die neuen Bevölkerungszuwachs wieder Arbeit. Das heißt, wir haben erstmal durch diesen Treiber Bauwirtschaft, wo der Barnim auch ganz stark vertreten ist, mit kleinen Baubetrieben, mit Büros, die in der gesamten Dienstleistungsbranche da tätig sind. Also da haben wir erstmal gar keine Angst, dass uns da irgendwas wegbricht, sondern da wird es Beschäftigung geben, da wird es Arbeit geben für alles.